Was in diesem Video passiert, ist schon ein langes Teil. Um auf Nummer sicher zu gehen. Vor langer Zeit habe ich mal einige Luftpistolen und Luftgewehre getestet. Die hatten alle aber nur maximal eine Leistung von 7,5 Joule. Ist in Deutschland so geregelt, dass frei verkäufliche Luftgewehre und Luftpistolen nur maximal 7,5 Joule haben dürfen. Aber da ich ja jetzt nun in Tschechien wohne, ist die Gesetzeslage etwas anders. Und hier dürfen frei verkäufliche Luftgewehre und Luftpistolen maximal 16 Joule haben. Ich habe mir hier das günstigste 16 Joule Luftgewehr gekauft, was ich im Internet finden konnte. Es hat noch nicht mal 100 Euro gekostet und das Ganze ist ein Set, also Visier und Munition ist auch noch dabei. Bevor wir das gleich auspacken, kurze Frage an dieser Stelle. Habt ihr Bock, dass ich ab und zu auch mal was anderes hochlade? Wie jetzt zum Beispiel das Luftgewehr hier teste oder Magnetfischen oder Schatzsuche mit dem Metalldetektor? Wenn ihr Bock da drauf habt, zeigt es mir mit einem Daumen hoch, dann weiß ich Bescheid. Und falls ihr hier neu auf dem Kanal seid und keine Videos mehr verpassen möchtet, dann abonniert jetzt und aktiviert die Glocke. Das ist kostenlos. Machen wir den Karton hier mal auf. Schaut euch das mal an. Wir haben hier für die Munition sogar so eine Tasche. Das ist ja cool. Und die mitgelieferte Munition sind hier solche Rundkopf-Diabolos. 4,5 mm. Das Visier, das schauen wir uns gleich an. Hier habe ich sogar noch eine andere Feder. Ob die jetzt stärker ist, keine Ahnung. Kleine Anleitung ist hier noch dabei. Und das ist das Luftgewehr. Alter, ist schon ein langes Teil. Na dann, schauen wir es uns mal etwas genauer an. Die Schaftkappe, die ist hier geriffelt. Ist aus Gummi und durch die Riffelung besonders rutschfest. Hier am Griff haben wir auch nochmal eine schöne rutschfeste Riffelung. Fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an, wenn das Gewehr in der Hand liegt. Die Sicherung befindet sich hier beim Trigger. Kann man hier einfach nach vorne drücken oder auch wieder zurück, um zu entsichern. Weiter vorne ist auch nochmal ein kleines Element mit Riffelung verbaut. So fühlt sich das Gewehr auch in der anderen Hand wirklich sicher an. Als Visiereinrichtung haben wir hier eine Kimme und vorne ein Korn. Kann man hier auch alles schön verstellen. Und vorne haben wir dann noch einen schönen Schalldämpfer, der optisch auch sehr gut zu dem Luftgewehr passt. Hat der Schalldämpfer hier vorne beim Luftgewehr überhaupt einen Zweck? Falls ihr es wisst, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Packen wir als nächstes mal das Visier jetzt aus. Das ist das gute Stück, hat ein ganz normales Fadenkreuz, da könnt ihr meine Maus und Tastatur sehen. So sieht das Ganze dann befestigt aus. Das Luftgewehr ist jetzt bereit. Wir gehen raus, dann gucken wir mal, wie es sich schießen lässt, testen auch mal, ob es wirklich 16 Joule erreicht und welchen Schaden es anrichtet. Let's go! Wir sind auf dem Schießplatz angekommen. Als allererstes werde ich mal testen, ob das Luftgewehr wirklich 16 Joule hat. Das mache ich mit Hilfe von meinem Chronographen hier. 4,5 mm Munition und 0,49 Gramm, alles richtig eingestellt. Das Luftgewehr hat einen Knicklauf, das bedeutet, man muss das hier einfach knicken, dann ist das gespannt. Nehmen wir uns hier ein Geschoss. Das wird dann einfach in den Lauf hier reingesteckt. Das Ganze wieder umgeknickt, Sicherung reinmachen und vorm Schießen dann natürlich die Sicherung wieder rausmachen. Ich schieße durch. Und wie wir hier sehen können, 16,27 Joule. Machen wir noch einen Test, um auf Nummer sicher zu gehen. Zack. Oh ja, das Luftgewehr ist stark. 16,83 Joule. Hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein, sogar ein bisschen stärker als angegeben. Als nächstes will ich mal prüfen, wie gut das Visier eingestellt ist. Dafür habe ich hier meine Zielscheibe aufgestellt. Und darauf schießen wir jetzt aus verschiedenen Entfernungen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir beginnen bei 5 Metern. Erster Schuss. Da haben wir die 6 getroffen. 1, 2, 3, 4, 5. Als nächstes schießen wir aus 10 Meter Entfernung. Jetzt bin ich mal gespannt. Und da haben wir die 7 gestriffen. 1, 2, 3, 4, 5. 15 Meter jetzt. Ach, wer ist denn da? Mia. Mia besucht uns. Na, meine Süße. Willst du schmusen oder was? Mia ist die verschmuste Katze, die ich jemals gesehen habe. Ach Mia,
Wir müssen jetzt ein Video drehen. Danach können wir schmusen, okay? Ich halte die Luft an und dann geht's los. Oh. Schaut euch das an. Wir haben die 7 hier wieder angestriffen. Ich würde sagen, das Trefferbild ist in Ordnung. Damit kann man arbeiten. Bevor wir gleich den ersten Schadenstest machen, schmuse ich nochmal ganz kurz mit der süßen Mia. Oh, schaut euch das an. Die geht einfach hier auf mich. Die will schmusen, die Kleine. So verschmust bist du, ne? Oh. Und dann machen wir hier nochmal einen etwas weiteren Schuss aus einer Entfernung von 25 Metern. Mal gucken, ob ich das Ziel da noch im Stehen treffen werde. Das wird jetzt schon schwieriger, aber ich gebe mein Bestes und halte ordentlich die Luft an. Ich glaube, das hatte sich gut angehört. Oh ja, Freunde, schaut euch das an. Wir haben hier wieder die 6 erwischt. Also bis 25 Meter Entfernung ist das Visier wirklich sehr gut geeignet. Ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Schaut euch mal den Kugelfang an. Also die Treffer hier sind von dem 16 Joule Luftgewehr und die anderen Treffer hier von 7,5 Joule Waffen. Die Munition, die wurde da auch pulverisiert. Als erstes werden wir mal schauen, durch wie viele Getränkedosen das Luftgewehr schießen wird. Mit 7,5 Joule schafft man es so maximal durch 2. Bin mal gespannt, ob wir jetzt durch 4 schießen werden, weil 16 Joule ist ja mehr als doppelt so viel Power. Damit wir auch maximalen Schaden anrichten, nehme ich hier die beste Munition, die ich habe. Das sind solche Spitzkopfgeschosse mit einer verstärkten Spitze. 6 Dosen habe ich da sorgfältig platziert. Das wird ein Schadenstest wie in guten alten Zeiten. Ich bin bereit. Ich hoffe, ihr seid es auch. Wir legen los. Ich hoffe, ich werde gut treffen. 3, 2, 1. Oh, voll in mein Gesicht gespritzt, Alter. Oh Mann, Alter, ich habe mich voll erschreckt. Das hat mir so ins Gesicht gespritzt auf einmal. 3 Dosen wurden auf jeden Fall vernichtet. Lustigerweise sind die alle darunter gefallen. Wir holen die gleich raus, schauen uns den Schaden an. Und die 4. Dose, die hat sie auf jeden Fall auch abbekommen. Aber so wie es aussieht, konnte das Geschoss nicht eindringen. An dieser Stelle muss ich noch sagen, normalerweise habe ich auf Dosen geschossen, die etwas dünner waren. Deswegen kann man das jetzt nicht 1:1 vergleichen. Aber ich würde sagen, so ungefähr die doppelte Durchschlagskraft, das kommt hin. Fragen wir mal unsere Zuschauerin, wie sie die Show so fand. Und hat Ihnen die Show gefallen? Ja, ich schätze, das war ein Ja. Schön entspannt, ne? Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Dosen. Bei einer war das hier ein richtig schöner Durchschuss. Und bei den beiden anderen, ja, da ging es rein. Und die wurden heftig aufgerissen. Als nächstes nehmen wir hier mal so ein übliches Heftchen und gucken mal, durch wie viele Seiten wir da kommen. Das Ganze hat hier noch so einen kleinen Plastikumschlag. Der sollte das Heftchen auf jeden Fall gut beschützen. Das Ganze stellen wir auch schön hier auf. Gesundheit! Am besten so zwischen 2 Dosen, damit das richtig gut fixiert ist. Und jetzt ballern wir drauf. 3, 2, 1. Boom. Wow, Freunde, schaut euch das an. Da ging das Geschoss rein und es ist einfach ein glatter Durchschuss durch alle Seiten. Das hätte ich nicht gedacht. Ich denke mal, das waren hier jetzt 60 Seiten. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Schadenstest. Als nächstes schießen wir auf ein paar Wasserflaschen. 5 Flaschen sind es hier an der Zahl. Ich denke mal, durch 3 werden wir kommen. Ich nehme hier wieder meine beste Munition. Noch ein Stück zurück. Okay. 3, 2, 1. Bam! Bam! Wow, schaut euch das an, Freunde. Bei der ersten Flasche haben wir auf jeden Fall einen glatten Durchschuss. Da läuft Wasser raus.
Bei der zweiten Flasche kein glatter Durchschuss. Eigentlich hätte ich gedacht, dass sich das Geschoss jetzt in der Flasche befindet, aber es ist verschwunden. Ich muss sagen, ich bin echt überrascht. Also so Wasserflaschen halten viel mehr aus, als man denkt. Das hier ist der nächste Kandidat. Eine richtig schöne vierlagige Klopapierrolle. Stellen wir die auf. Am besten so rum, dass es nicht ganz so dick ist, die Chance höher, dass wir durchschießen werden. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das Geschoss da durchgehen wird, aber wir werden es jetzt sehen. Ich bin bereit, ich hoffe, ihr seid auch bereit. Let's go! Woo! Alter, schaut euch das an, Freunde. Richtig schönes, sauberes Einschussloch. Da können wir sehen, ist es noch durchgegangen und hinten hat es dann rausgefetzt. Krass, Mann. Klopapierrolle wurde durchgeschossen. Das Luftgewehr ist richtig geil, macht richtig Bock damit zu schießen. Bisher das geilste Luftgewehr, was ich hatte. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen weiter ballern. Wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, Freunde, lasst einen Daumen hoch da. Wir sehen uns übermorgen wieder. Peace.